Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen Map. So, den Xerion habe ich hier schon mal mit unserem John Deere Grupper Pflugkombination hingestellt. Den werden wir jetzt mal das Feld 9 pflügen lassen. Ich hoffe mal, dass ich es richtig eingestellt habe. Am letzten Wegpunkt warten, aber der wird sowieso eine ganze Weile brauchen. So, er legt gut los, also wird wohl passen. So, und dann kümmern wir uns heute um eine Neuigkeit hier auf unserem Let's Play. Das gibt's hier auf der Map, und zwar ist das der Compost Master. Dazu habe ich hier schon mal unseren Massey Ferguson 7728 hingestellt. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht der größte Massey, den wir haben im Spiel. Es gibt hier standardmäßig noch den 8700 und der kann bis zu 400 PS haben. Den werden wir uns auch demnächst irgendwann mal zulegen. Außerdem habe ich mir gedacht, damit ihr nicht immer dieselben Fahrzeuge seht, wir fahren hier jetzt mal zum Shop. Damit ihr nicht immer dieselben Fahrzeuge seht, werde ich es so handhaben. Achtung! Oh, hallo! Hey, die nimmt einfach die Vorfahrt. Madame, Madame, Madame. Die sieht aber auch biestig aus. So, dass ihr nicht immer dieselben Fahrzeuge seht, dann werde ich das so handhaben, dass ich hier mir alle... Also wenn ein Fahrzeug 15 Arbeitsstunden hat, wird es spätestens ausgetauscht. So bin ich dazu verpflichtet, auch ab und zu mal neue Fahrzeuge anzuschaffen. Das ist, denke ich, ein guter Deal. Und dann haben wir hier noch eine Kombination vorbereitet. Den Tatra, den Vierachser. Mit unserer Krampe Bandit zusammen mit 88.000 Liter Hackschnitzel. Dann werden wir jetzt mal hier kombinieren mit Follow Me. Mit unserem Tatra 6x6. Und dann werden wir uns hier auch mal auf den Weg zum Shop machen. Und da werden wir uns dann noch hinten den Massey Ferguson anschließen. Und dann werden wir eine kleine Spritztour machen, eben wie gesagt, zum Compost Master. So. Und da mal anfangen, ein bisschen Kompost zu produzieren, beziehungsweise erstmal den Kompostmaster zu füllen. Hier kommen wir übrigens zu einer Stelle, die ich im Giants Editor bearbeitet habe. Hier war eigentlich eine Schranke, die habe ich weggemacht, weil die mich genervt hat. Ich bin jedes Mal mit Curseplay oder Courseplay hier hängen geblieben. Und darauf hatte ich keine Lust mehr. So, ich sehe im Spiegel leider nicht. Ob uns der Tatra folgt. Doch, der folgt uns. Sehr gut. Können wir weiterfahren? Der Massey ist schon da. Zumindest wird man den Compost Master jetzt mal mit... Ballen, die ich auf dem Massey geladen habe, und den Hackschnitzeln hier befüllen. Und außerdem werden wir dann auf dem Rückweg wahrscheinlich ein bisschen Dünger mitnehmen, wenn da schon welcher produziert ist. So, ich weiß, ich bin ein bisschen zu schnell hier innerorts. Aber wie es eben so ist, haben wir doch keine Zeit. So.
Vielleicht machen wir auch mal die Rundumleuchten ein. Bei dem langen Gespann hier. Rumgekommen sind wir. Da steht der Masai, das ist auch gut. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch... Oh, Licht könnten wir auch mal anmachen. Der hat es auch geschafft um die Kurve. Dann stellen wir die jetzt hier mal auf und hängen da hinten noch den Masai dran. So. 1, 2. Abfahrer entlassen natürlich. Wenn ihr übrigens mal ein paar Tutorials zu Cosplay haben wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann werde ich mich darum kümmern. So, den hängen wir jetzt da hinten auch noch dran. Und dann geht es weiter. So, ich muss mal gerade gucken, ob die alle hier folgen. Ja, die followen me alle. Oh, halt. Irgendwie zieht er immer nach links, nach rechts. Hoffen mal, dass die anderen die Spur halten. Aber es sieht gut aus. Oder? Da hinten kommt der und da kommt der andere. Sehr gut. Ah, das ist ja auch interessant. Wenn ich beim einen Licht anmache, die machen genau das gleiche. So, oh, verdammt. Ich glaube, die hätten wir eigentlich rechts abbiegen müssen, da wären wir schneller gewesen. Dann müssen wir hier mal kurz Bauer Fridolins Feld missbrauchen. Ja, nur zu einem geringen Teil. So. Kleines Wendemanöver. Und dann biegen wir hier ab. Oh, jetzt sagte ich, ich lasse das Schild stehen. So. Weil, wie gesagt, ich glaube, wenn wir hier durchfahren, dann sind wir ein bisschen schneller. Warnblinker können wir ausmachen. Rundumleuchten haben wir ja an. So. Dann, dann. Ich hoffe mal, dass sich die anderen hier nicht verheddern. Passiert ja gerne mal auf solchen Strecken. Aber die folgen noch alle schön. Und wir sind wirklich schon am Kompost- und Düngerfabrik-Gelände. So, dann müssen wir hier rechts abbiegen. Na, danke, dass du mir geholfen hast, um die Ecke zu kommen. Nächstes Mal ein bisschen vorsichtiger. Serien hat durchdrehende Reifen. Das ist natürlich wieder ungeschickt. Bin mal gespannt, was der auf angestellt hat. Hallo? So. Entlassen. Wo hängt denn der überhaupt? Er hat die neue Spur nicht gefunden. Der macht ja erstmal hier 3 Vorgewände. So. Geht weiter. Bevor der zur Hauptarbeit kommt. So, später am Abend kommen wir hier noch durch Sulzfeld, glaube ich.
Und ich hoffe wirklich, dass das Gelände noch offen hat. Weil wir haben gleich schon 21 Uhr. Ja, wir kommen noch rein. Hier müsst ihr drauf achten, ist, das hier ist der Eingang, wenn ihr die gleiche Map habt. Und das Tor da hinten ist der Ausgang. Ihr könnt nicht zwischen den Toren hin und her fahren. Wobei mir gerade einfällt, ich muss mit dem hier eigentlich noch wo ganz anders hin. Dann nehmen wir gerade mal den hier und beenden Follow Me. Damit wir den hier noch weiterschicken können. So, der muss nämlich zum Gemüse. Zu den Treibhäusern. Und da haben wir einen Kurs schon Kurs, der heißt Kompostgewächs. Ist nur die Frage, ob wir hier rumkommen. Ich vermute eigentlich nicht. Mit ein bisschen Kollateralschaden. Also Kompostgewächs. Und dann starten wir hier mal den hier. Wir wünschen ihm viel Erfolg. Ups, eieiei. Und dann, okay, hier, den hier auch entlassen. Und dann werden wir mal hier ein bisschen den Komposter auffüllen. Kompostmaster 2K17, den kennt ihr wahrscheinlich, der ein oder andere Spieler. Wir brauchen ja Kompost für alles Mögliche, unter anderem für Dünger und die Gewächshausgeschichten. Und den Kompost können wir hier eben herstellen. Ich gehe gleich mal genauer noch drauf ein, wenn ich hier hochgefahren bin. Der braucht unter anderem einen Feststoff. So. Na, das habe ich mir fast gedacht. Der braucht unter anderem einen Feststoff und dann noch Biodiesel, um zu funktionieren. Und beim Biodiesel müsst ihr darauf achten, dass ihr den mit dem Kottepack hierher bringt. Weil ein anderes Gefährt akzeptiert er nicht. Da habe ich wirklich eine ganze Weile dran rumprobiert und gemacht und getan. Und dann irgendwann habe ich eben den Hinweispost gelesen, ah, ihr braucht das Kottepack. So, der eine Ball liegt hier jetzt ein bisschen doof. Den hätte ich auch noch gern wieder hier drin. Aber der will nicht. Ist das denn wahr? Ja, das sieht ganz so aus. Okay. Ist halt so. Können wir jetzt nicht ändern. Wir bringen jetzt mal die Ballen voll hin. Den Ball müssen wir dann irgendwann nochmal retten. Was wir uns eben dann auch in naher Zukunft noch zulegen werden, ist ein Radlader. Der erleichtert uns hier nämlich auf diesem Gelände dann die Arbeit. Der wird uns den Kompost auf den Anhänger liefern, auch wenn das hier nicht unbedingt nötig ist, weil es hier ein Fallrohr gibt. Da können wir das auch einfach abfüllen lassen. Aber normal ist der, ist die Map ohne dieses Fallrohr. So, jetzt bitte nicht wieder hinten rausfallen. Menno.
wollte ich jetzt eigentlich vermeiden, dass ich nochmal hier hinten ran muss. Hier vor allem liegen jetzt zwei Ballen so bescheiden. Okay, die müssen wir irgendwann nochmal retten. Aber nicht heute. Den hier lassen wir mal da. Und den hier stellen wir ab. So. Dann entladen wir hier noch kurz die Hackschnitzel rein. So. Weil dieser Combos Master kann alles mögliche an Getreide verwenden. Der kann Ballen jeglicher Art verwenden und er kann eben auch Hackschnitzel verwenden. Solange der ablädt, können wir uns das einmal anschauen, wenn wir hier durchkommen. Hier steht, was ihr alles reinballern könnt. Kartoffeln, Zuckerrüben, Häckselgut, Silage, Gras, Heu, Stroh, Hackschnitzel, Mist und Kompost. Des Weiteren können Feststoffe wie Ballen und Holzstämme, selbst Holzstämme können wir hier reinmachen. Betrieben wird der Compost Master durch einen Dieselgenerator. So, und für diesen Dieselgenerator müssen wir noch Diesel produzieren. Das heißt, wir müssen diese Folge auf jeden Fall noch die Dieselproduktion starten. Das heißt, wir müssen noch Raps zum zur Raffinerie fahren. Deshalb werden wir uns jetzt ein bisschen sputen. Hier einfach noch ein bisschen reinknallen. Ja, 300.000 werden ungefähr drin sein dann. Dass wir so schnell wie möglich hier mit Kompost anfangen können. Na, der ist nicht ganz leer. Willst du mich verarschen? So. Jetzt aber. Außerdem hatte ich gesagt, ich gucke, dass ich hier ein bisschen Dünger mitnehmen, wenn hier was drin wäre, aber es sieht so aus, als wäre da nichts. Ne, wir haben weder Flüssigsubstrat, das heißt weder Gülle noch Kompost oder sonst Mist hier, um die Produktion zu starten für Dünger. So. Und wie gesagt, beim Compost Master achtet drauf, da müsst ihr wirklich unbedingt das Kottepack installiert haben. Ich zeige es euch gerade mal. Universaltechnik, das ist das Kottepack. Und hier habt ihr eben verschiedene Größen an Flüssig-Tankmöglichkeiten. Und diesen, den Universal-Dieseltank, mit dem könnt ihr auf jeden Fall dann den Diesel hier abkippen. Deshalb benutzt am besten diesen. So, ich werde jetzt den hier mal flott zurückschicken. Und dann nehmen wir, haben den Weg, der hier vorbeiführt. Der ist Hof Deuker Hof. Ja. Der führt hier direkt vorbei und tschüss. So. Weil der hier kann ja eigentlich selbstständig dann fahren. Der muss dann nicht hinter dem anderen herzugehen. Aber dem geben wir dann natürlich den gleichen Weg. Auch wenn der dann wieder zu den Schafen muss. So, Abfahrer einstellen, Trigger Ende. Und dann gucken wir mal, wo der Phönix hängt. Hier. Am Ziel angekommen, hängt er im Zaun. Alter, nicht wahr. Und da haben wir sogar schon was Produziertes. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Tomaten. Oh, das war, glaube ich, jetzt unklug. Hier habe ich übrigens auch ein bisschen die Map bearbeitet. Hier am Rand stehen normal noch einige Bäume. Die haben mich deutlich gestört, weil man einfach nicht gesehen hat, wo man da lang fährt. Hier habe ich einfach mal entfernt. Okay, das war wiederum nichts. Dann machen wir das einfach so auf zweimal. So, wir müssen hier auf jeden Fall noch Paletten auffüllen. Und das machen wir folgendermaßen. Wir fahren hier einfach zwischen. Und dann... Achso, falsche. Wählen wir den Ablademodus, den vierten Ablademodus aus. Und dann drücken wir einfach mal Z. Und dann ist hier auch schon überall hoffentlich was drin. Jawohl. Das heißt, wir können dann auch alle vier Produktionen starten. Wir müssen hier ein paar Mal herkommen mit Paletten. Weil wir brauchen auch noch die Kisten. Also wir haben hier jetzt zwar Kartons mit dabei. Aber wir brauchen auch noch die anderen Kisten. Dann befreien wir den hier mal noch. Ja, aber so wird es auch nichts. So, warte mal, wir gucken mal. Der muss nämlich schnell hier zum... Hallo. Irgendwie hängt es viel zu arg. Okay, aber das ist gar nicht mal so schlimm, dass der schon hier hängt. Dann können wir nämlich hier gleich einbiegen. Hallo. Und Raps laden. Und wir werden... Achso. Ich habe hier eigentlich einen Kurs eingerichtet. Der macht dann, der lädt dann auch automatisch ab. Wobei ich nicht weiß, ob der mit Anhänger auch zurechtkommt, dass er beides ablädt. Deshalb werden wir den Anhänger einfach da lassen. Und nur den LKW losschicken. Den müssen wir aber natürlich noch auf die Seite stellen, den Anhänger. Hier soll mir recht sein. So, Hof. Hofraffineriehof. Ein Moment. Der ist falsch. Wir müssen hier, den Abfahrertyp wählen und dann geben wir hier noch ein, dass es Raps ist und dann fährt er los und soll am unbegrenzt ist falsch. Der soll nur einmal dahin fahren. Oder komm, wir lassen ihn dreimal hinfahren. Dann sind 100.000 Raps da drin, das ist gut. Und dann können wir uns nochmal um die Paletten kümmern. Und den hier können wir zu den Schafen schicken. Oh, Schafe. Und der soll am Ende natürlich anhalten. Wenn es denn einfacher wäre, als wir denken. So. So, Phoenix. Jetzt zu dir, Kollege. So, jetzt ziehen wir den da einfach rein. Jawohl. Also, wir haben hier insgesamt 6 Gewächshäuser. 3 davon brauchen Vollkartons.
Das ist zum einen dieses hier. Das nebenan. Und ich glaube, das hinten links. Und das ist auch der Grund, weshalb die Bäume hier weichen mussten, damit ich hier ein bisschen entspannter vorbeifahren kann. So, jawohl. Das hat schon mal geklappt. Die sind somit auch gefüllt. Wir werden uns jetzt noch zwei Fahrzeuge kaufen. Ich bin gerade überlegen, ob wir das heute schon machen. Um die dann in der nächsten Folge hier unterzustellen. Nächste Folge wird erst am nächsten Tag morgen stattfinden. Und wir lassen das jetzt Ganze über Nacht mal laufen. Dann haben wir auch Biodiesel, um das in den Kompostmaster zu füllen. Jetzt fängt diese Sache wieder an. Xerion hat schon wieder durchdrehende Reifen. Ey, du machst das Feld vom Nachbarn kaputt. Wo ist denn der? Ach ja. So, sag mir mal. Hä? Warum ist der Kurs beendet? Fliegen. Der will den Trigger nicht. Den Wegpunkt nicht. Gucken wir mal, ob wir den von der anderen Seite kriegen. Ja, und jetzt will er den anderen. Du bist ein Held. Okay. MF, der ist bei den Tieren. Tschüss. Und der ist schon. Da können wir gleich mal gucken, ob der beides. Ach ne, der hat ja bloß seinen eigenen Auflieger zum Abladen. Ja, wie gesagt, der ist als Abfahrer eingestellt. Da müsst ihr ein bisschen mit Curseplay spielen, sozusagen. Ihr müsst nur den richtigen Kurstyp wählen. Hier sagt er uns jetzt ganz unten. Abladestelle erreicht, weil er denkt, er wäre am Hofsilo. Ist er aber gar nicht. Und dann produzieren wir hier jetzt gleich. Also, die muss erst angehen. Ne, wir haben hier schon 30.000 Raps drin. Der produziert uns jetzt Biodiesel und hier steht unser Kotte Dieselfass. Und hier können wir dann eben den Diesel abtanken. Der Kollege hier fährt jetzt noch zweimal seine Tour. Und dann wird er am Hof warten. Und wir waren hier oben zugange. Wir werden jetzt... Ich werde, denke ich, bis zur nächsten Folge, wenn ich es schaffe, noch ein paar Paletten hier abladen. Und ach ja, genau. Ne, die Fahrzeuge kaufen wir uns in der nächsten Folge. Sollt euch auch auf was freuen. So, hier fahren wir jetzt zum Hof. Dann können wir den nämlich direkt einstellen. Hof, Deuker Hof. Und ab die Post. So. Der ist angekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis am Morgen. Wie gesagt, jeden Tag eine Folge Landwirtschaftssimulator 2017 von der Südthüringen-Map. Außer Samstag und Sonntag. Da ist Ruhetag bei mir.
Und ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao.